Die FHS St. Gallen hat ein ganz spezielles Studienmodell. Es ist einzigartig in der Schweiz. 20% von ihrem Studium arbeiten die Studierenden nur für Unternehmen. In sogenannten Praxisprojekten. Ich danke aber auch allen Unternehmen, die es möglich gemacht haben, mit Projektvergaben, mit Projektsponsoring, dass wir diese wunderbare Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft in der Ostschweiz auf dermaßen hohem Niveau pflegen dürfen. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Win-Win-Situation. Spüren bei unseren Studierenden dieses Feu-Sacré, dieses Feuer. Und wir freuen uns, dass wir dieses Feuer in ihren Augen sehen und es nicht unter ihrem Hintern anzünden müssen, wie es sonst ja auch im Studium hin und wieder der Fall ist. Dieses Feuer ist ausschlaggebend für Höchstleistungen und es freut mich, dass wir heute Abend diese Höchstleistungen prämieren dürfen. WTT Young Leader Awards 2011. In Marktforschung ist Team Blaston. Herzliche Gratulation. Sie sind WTT Young Leader Awards Gewinner in Marktforschung. Ja, wie fühlt man sich da? Es ist natürlich eine riesige Freude. Nun kommen wir zum WTT Young Leader Awards in Managementkonzeption. Der Winner ist Team ABB. Ich gebe Ihnen aber nicht nur Lob, sondern auch einen Ratschlag und eine Bitte mit auf den Weg. Die Auszeichnung, ein Young Leader zu sein, ist eine Momentaufnahme. Sie wird nur für jene nachhaltig sein, die deswegen nicht abheben, sondern am Boden der Realität bleiben und weiterhin hart an sich und an ihren Aufgaben arbeiten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ganz herzlichen Dank und wir sehen uns wieder nächstes Jahr zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, 24. September 2012, wenn es heißt WTT Young Leader Awards 2012.